Du bist ja jemand, der gerne Videospiele spielt. Dann lustigerweise jetzt gar nicht so die krassen Ballerspiele, sondern zum Beispiel The Witcher. Witcher war übergeil, Alter. Hast du durchgespielt? Klar. Aber es dauert ja übertrieben lange, die Spielzeit ist ja unendlich quasi. Naja, nicht unendlich, aber ich habe mich dann echt gefreut, dann abends nach Hause gekommen, so alles erledigt, Papierkram, bla 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 und so. Und dann, während meine Frau sich dann fertig gemacht hat, habe ich mich schön auf meine Couch gelegt, habe auf meinem 5 Quadratmeter Fernseher dann The Witcher gezockt, Alter, und bin dann ins Bett. Also hat mich gefesselt, auf jeden Fall. Ich fand schade, dass ich dann irgendwann fertig war. Aber es gibt ja jetzt, glaube ich, im Oktober kommt das Addon raus. Da freue ich mich schon drauf. Habe ich auch schon alt vorbestellt und so. Und wie läuft es dann ab? Dann bist du zu Hause und zockst nur, wenn du mal Zeit hast? Oder verschaffst du dir einfach auch die Zeit, wenn du weißt, geil, neues Spiel kommt raus, Leute, meldet euch erst in der Woche wieder? Ja, würde ich gerne machen, Alter. Ich würde auch gerne sagen, meldet euch erst mal in einem halben Jahr wieder und so. Aber das geht einfach nicht. Also ich kann vielleicht maximal vielleicht eine Stunde, vielleicht zwei. Also zwei Stunden selten, aber mal so eine Stunde, eineinhalb kann ich schon irgendwie so freischaufeln. Und dann aber auch erst abends, wenn alles erledigt ist, wenn die Kinder im Bett liegen, so meine Frau geht duschen, macht sich fertig und bla, weißt du, da setze ich dann auch noch mal ein bisschen neben mich und googelt noch ein bisschen und so, dann bin ich am Zocken. Aber so dieses Zocken, wie ich es damals noch machen konnte, so dass ich wirklich ungestört so an meinem Computer saß, so, es geht gar nicht mehr. Und habe ich auch nicht mehr so die Ausdauer für sowas. So, nee, ist echt Absturz.